Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Battle Revolution. Im letzten Part haben wir bis zum ersten Kolosseumleiter uns durchgekämpft. Und nun geht's auch ihr an den Start. Und schon zu Beginn des Parts möchte ich mich bei euch bedanken, da ich ja jetzt schon 9 Abonnenten habe. Wenn ihr dieses Video seht, sind es ja vielleicht sogar noch mehr. Okay, kommen wir nun zum Kampf. Unser Gegner hat ein Pachirisu, ein Luxio, ein Hibiscus, ein Pummelus, ein Mobile und ein Kyurem. Gegen Pachirisu und Luxio und auch Mobile nehmen wir doch auf jeden Fall Knarks. Schon abdeckt. Ich nehme Schelke rein wegen Brunnenluft und auch Hibiscus. Dann gegen Kolia nehmen wir am besten Staravia. Gut, sehen wir mal, was passiert. Ich wollte in diesem Part auch überlassen. Das erscheint am 30. Mai. Und die Fahrerauswahl gefällt mir persönlich nicht. Wir sind zum einen in die fast immer vertretenen Charaktere wie Bowser, Mario, Luigi und so. Dann kehrt der relativ unbeliebte Metal Mario zurück. Ich weiß es nicht genau, aber die Honigkönigin glaube ich auch wieder dabei. Ganz schlecht mit unserem Gegner macht zu uns. Und mal ganz nebenbei beim Spiel zu bleiben, ist das nur noch verlieren. Oh! Wir haben beide Pokémon haben auch Eisschwäche. Naja, dann nehme ich Shelker. Dann Toadette finde ich relativ unnötig. Sie kommt ja in fast gar keinem Spiel vor. Und dann die ganzen Koopalinge verbrauchen viel zu viele Plätze. Da könnte man viel schönere, also bessere Charaktere nehmen. Nicht schöner direkt, sondern geeigneter. Ich denke an Charaktere wie Baby. Und als nächstes möchte ich euch fragen, wie ihr es findet, dass die Bikes wieder zurückkehren. An sich freut ich mich, ich ja sehr. Aber es gibt auch viel Kritik dazu. Auf Mario Kart Wii waren sie zu stark gegenüber dem Kart. Und wenn Wheelie gekonnt eingesetzt hat, hatte ein Kartfahrer gar keine Chance. Das muss abgeschwächt werden. Und ja, deswegen würde ich sie nicht unbedingt wollen, aber sie werden schon gefüllt. Zu den Items, da gefällt mir das, was ich weiß, relativ gut. Ich weiß aber nicht so viel darüber. Es wird der Boomerang zurück, also nicht zurückkommen, sondern neu erscheinen. Der Kugelwilli wird zurückkehren. Der grüne Panzer wird zurückkehren. Die Turbo-Pilze werden zurückkehren. Der Bob-Omb wird zurückkehren. Und es werden sicher auch viele andere altbekannte Items zurückkehren. Schreibt mir mal in die Kommis, was ihr euch wünscht. Dann als nächstes, was ich ansprechen möchte. Erstmal, wir haben den ersten Kolosseum-Kampf gewonnen. Das ist doch was. Gemeistert. Am Anfang sah es ja nicht so gut für uns aus, aber Schelgerein hat es wunderbar hingekriegt. Du hast das Kolosseum-Promenade gemeistert. Herzlichen Glückwunsch. Du hältst 350 Punkte für das Meistern von K.O. Kampf Kolosseum-Promenade.
Mega Helden 350 Stunden. Außerdem erhältst du als Belohnung dafür, dass du das Kolosseum-Promenade zum ersten Mal gemeistert hast, Pikachu-Anstecker. Mega Helden Pikachu-Anstecker. Es gibt übrigens Neuigkeiten aus Puketopia. Kolosseum Wasserfall wurde gerade eröffnet. Da solltest du unbedingt hingehen. Na dann wünsche ich dir viel Spaß in Puketopia. Genieße es mit vollen Zügen. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Aber nicht in dem neu erschienenen Kolosseum Wasserfall, sondern wir gehen der Reihe nach. Kolosseum Portal. Ja, kommen wir nochmal zurück zu Mario Kart. Wie fändet ihr es, wenn da Charaktere wie Link mitfahren? Ich weiß, es heißt Mario Kart, aber Donkey Kong fährt ja auch mit. Man könnte ja auch ein Nintendo Kart draus machen oder zusätzlich noch ein Nintendo Kart. Okay, kommen wir aber erstmal wieder zum Kampf. Die gegnerischen Pokémon. Unsere Pokémon zeige ich schnell. Also hier ein Item. Wundersaat, das steht. Sturzbach habe ich euch bereits erklärt. Zauberwasser steht Wasserattacke. Expidiamis. Das heißt Pokémon. Also wenn unser Pokémon ein Statusproblem wie Paralyse oder Schlaf hat, dann besteht die Chance von 30%, dass wir dieses Problem einfach so loswerden. Sisko wäre dies Bug. Wäre mal bisher. Halt, wenn wir im gelben Bereich sind, einen Teil unserer Kampf nehmen. Blitzfänger und unser Eisenkampf. Nix. Doppelkampf bewirkt, dass wir zum Beispiel ein Liebling haben und dieses Pokémon und unser Gegner eine Elektroattacke auf Liebling machen möchte, bringt das ihm nichts, weil Blitzfänger die Attacke auf sich zieht und Boden immun ist. Rudersand stärkt Bodenattacke. Muskelband stärkt physische Attacke. Da wird der Fluchtwert erhöht, wenn es verwirrt ist. Steht ja auch hier. Okay. Zauberer kann Aeroas. Das kennt ihr ja bereits. Fassade. 70 Stärke. Und wenn wir ein Statusproblem wie Paralyse oder Verbrennung haben, Schlaf geht ja nicht. Erhöht die Chance, dass wir Erststand haben. Auch wenn dieses Pokémon besiegt ist, wirkt aber nur eine Zeit. Dann Rivo, Schaufler, der gerade trifft sich die erste Runde in den Boden. In der zweiten Runde macht es Schaden. Und Attacke macht einfach Schaden. Gleichzeitig ist es unschreckbar. Schutzschild schützt es sich für eine Runde, wenn es keinen Schaden erleidet. Für Rot und Kann paralysieren und hat 60 Stärken. Methode kann als 40 Stärken ganz gut schrecken lassen. Und Schockwelle hat 60 Stärken. Mir fällt gerade schon eine wunderbare Kombi. Aquawelle 60 Stärken. Und Saturn kennt ihr bereits. Gamer schläft unseren Gegner in der übernächsten Runde. Also in der nächsten Runde dann ein. Und wenn ihr wechselt, schläft er halt nicht. Trägtanz. Bevor es erträgt, dann werden Wasserattacken stärker. Donnerer hat 150. Feuerzahn. Dann hat zusätzliche Stärke. Kann verbrennen und durchschnitten lassen. Sonntag vor Sonne, das macht zusätzliche Stärke. Bis 60 Stärken kann sie durchschnitten lassen. Drachenblut braucht immer 50 KP. Zauberblatt. Treffer garantiert 60 Stärke. Regelsam kennt ihr bereits. Und Verschneider ist eine Attacke etwas zu schaden.
Black? So. Werden wir nicht putzen. Ich bin einfach nur die Karte. Thank you.
schreibst mir in die Comments, bis auf den fehlenden Charakter. Den wird mir schon irgendwann wieder einfallen. Warte, ich überlege. Nee, ich will euch auch nicht überlegen, langweilen. Ihr wollt ja auch das Leon hat man einfach die Schutzchen eingesetzt. Das Wort funktioniert gegen die kann man nämlich keine Egel machen. Wenn er aber eher bringen soll. Aber er will Egel sammeln. Und er verfehlt auch. Das ist gut. Können wir ja noch machen. Unser Gegner hat nur normal Pokémon. Wir nehmen einfach die drei Pokémon. Nein, wir nehmen die drei Pokémon, die wir noch nicht hatten. Und wenn der Kampf schwierig wird, dann hatten wir ja alle im Kampf. Oder wenn ich wieder wechsle. Fertig.
Yam, 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 yam. Lecker. Oh, er lebt. Oh, zum Brennen. Alles macht auch wieder Tauben. Da habe ich keine Lust, von mir aufzufallen. Noch einen Kampf. Hoffentlich gewinnen wir den auch noch gegen Birgit. Sie hat einen Lombrero, einen Krüffel, einen Nidorina, einen Pludox, auch einen Leon Ems. So wie wir und ein Pflug. Ich habe meine Mutter abgrenziert haben. Und dann nehmen wir
als aktuellen Starter. Das ist die Fehler aktueller. Ich bin auch
schön vorankommen. Nächsten Part und das Kommission beenden. Aber sollen wir verlieren? Also nicht schon. Nächsten Part. Jetzt ist dieser Schatz. One-Hit-KO! Und Bye-Bye! Nein, gefällt euch vielleicht der nächste wieder? Da sieht man noch mal einen Bronn an seinem Hintergrund. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.